Die Tracht als solche erfüllt ja von Haus aus einen wesentlichen ökologischen Gedanken. Ein Dirndl, eine Lederhosen, wird auf keinen Fall nach nur ein paar Mal Tragen weggeworfen wie ein billiges T-Shirt vom Textildiscounter. Eine Tracht kauft man, hat man, gibt man im besten Fall sogar an die nächste Generation weiter. Und trotzdem kann auch so einiges getan werden, was die Nachhaltigkeit angeht. Daran hat bloß noch keiner gedacht. Und wenn, dann hat sich noch keiner rangewagt, weil es mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden ist, um ein Öko-Zertifikat zu bekommen. Da muss nämlich sogar die Schnur zur Befestigung des Öko-Zertifikats öko-zertifiziert sein. Deshalb hat das noch keiner gemacht. Keiner, bis auf Dr. Axel Munz, der sich sogar innerhalb der eigenen Firma mit dieser Idee durchsetzen musste. Aber da er der Chef vom Angermeier ist, gibt es jetzt sogar schon die zweite Greenline-Kollektion, die jetzt von Jahrhundert-Playmate Gitta Sachs präsentiert wurde. Optisch finde ich es sowieso ein Träumchen, weil der Trend generell wieder so zurückgeht zur Natürlichkeit, also auch zum natürlichen Look. Das heißt, die nächste Trachtensaison ist wirklich ohne dieses ganze Glitzer, kann auch passen, wenn der Anlass stimmt. Aber ich finde es schön, dass wir wieder zurückgehen, dass es erdiger wird, dass es wieder irgendwie traditioneller auch wird. Und also der Look ist wunderschön und einfach auch, dass es nachhaltig ist, dass es auch ein spirituellen Hintergrund hat insofern, dass man wirklich produziert in Deutschland und Österreich, dass man auch da wieder Arbeitskräfte unterstützt, dass es ein Ökosiegel hat, dass man genau weiß, woher kommen auch die Stoffe. Ich finde es sehr wichtig. Also wir sind ja sehr umweltbewusst und sind in jeder Beziehung nachhaltig, also auch in sage mal außerhalb der Tracht genauso. Und ich hatte immer die Idee, dass wir eine Trachtenkollektion, eine richtig nachhaltige Trachtenkollektion gestalten. Das war recht schwierig am Anfang, weil die Stofflieferanten und so weiter, die sind zum Teil eben einfach nicht drauf eingestellt. Das heißt, du musst jetzt erst mal trimmen und dann ist es jetzt so, alle Stoffe, die wir hier haben, auch die Einlagen, auch die Knöpfe, die Reißverschlüsse, selbst die Etiketten an den Teilen sind 100% öko-zertifiziert. Und jetzt haben wir jetzt natürlich gegenüber letzten Jahren eine richtige Weiterentwicklung. Jetzt haben wir richtig schöne Stoffe auch. Man sieht es jetzt nicht, dass es zum Beispiel Öko hat ja manchmal ein bisschen, Ökomode hat ja ein bisschen einen Geruch, ja. Aber das ist eine wunderschöne Farben, wunderschöne Schnitte. Das ist eine absolut Top-Kollektion geworden. Wir erleben natürlich diese Nachhaltigkeit in jeder Beziehung, nicht nur bei der Tracht, sondern wir haben zum Beispiel, wir passen auf, dass unser CO2-Footprint, dass der also sehr gut läuft, also wir verbessern den laufend. Dann haben wir uns einen Bienenstock erworben, um die Bienen zu schützen, um die Bienen, die sind im Jochberg, sind jetzt aufgestellt, 60.000 Bienen, die werden also wunderbar versorgt, also nicht von mir, sondern von dem beauftragten Imker und dadurch wollen wir einfach einen Teil beitragen dazu, dass die Umwelt weiter einigermaßen lebt. Ja. Also ich lege da schon viele Jahre einen Wert drauf. Es fing an über die Ernährung, weil ich dann festgestellt habe, dass es mir besser tut, dass meine Haut schöner wird, dass auch dass ich mich einfach auch geistig wohler fühle, dass man eben über die Ernährung sehr viel bewirken kann. Und also sprich Öko und einfach, dass ich schaue, dass ich einfach ein gesundes Essen habe. Und nachhaltig, also ich fahre mit dem Zug, mit dem Fahrrad und achte einfach im Alltag drauf, dass ich wenig Plastikmüll mache, dass ich wirklich achte, den Müll zu trennen. Es fängt in Kleinigkeiten an, die man nicht unterschätzen darf und die haben dann oft eine große Wirkung. Wenn man früher gesagt hat, Bio und Öko und du gehst im Ökoladen einkaufen, dann hat es fettige Haare und irgendwelche Latschen an. Aber dieser Trend hat sich ja komplett geändert. Auch in der Naturkosmetik, man hat immer gedacht, naja, wenn ich da Naturkosmetik verwende, dann
bleiben meine Falten trotzdem. Auch da hat sich sehr viel getan. Also ich glaube, dass dieser Öko-Touch aus dieser Struppelpeter-Ecke irgendwie raus ist und dass es durchaus eine gute Kombination sein kann zwischen Öko und Glamour, zwischen Öko und Bewusstsein und dass es einfach nicht nur ein Trend ist, sondern eine Lebenseinstellung geworden ist, die sich dahingehend verändert hat. Und das freut mich sehr, weil ja, je bewusster wir mit unserer Umwelt umgehen, desto länger haben wir auch was davon. Wir reden ja von der Wiesn, dabei da ziehe ich meine Dirndl ja meistens an und da war wirklich alles dabei. Also vom pinkfarbenen kurzen Dirndl, wo ich mich dann auch tatsächlich dann unwohl gefühlt habe eher. Aber gut, es war, jedes Dirndl hatte so seine Phasen, dann viel Dekolleté mal und dann, aber auch teilweise dann, mit den Stoffen sehr viel gespielt, also da war wirklich alles dabei. Und ja, ich fühle mich halt jetzt in dem wirklich wohl, vor allem, ja, fühlt sich's halt auch richtig gut an. Aber ihr könnt gerne mal kramen in eurem Archiv.